Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review. Und zwar haben wir heute die RS Maduro Lonsdale vor uns liegen. Kostet 8,10 Euro. Hat eine Länge von 15,24 cm. Durchmesser von 1,83 cm, was im Ringmaß von 46 entspricht. Deckblatt aus Brasilien, deswegen habe ich sie mir bestellt. Umblatt und Einlage Bombrep. So, machen wir sie doch mal auf. Sehr schön dunkles Deckblatt hier. Schöne Arilla. Relativ schlicht, aber passt schön. Ja, da verspreche ich mir dann von dem brasilianischen Deckblatt halt das typisch brasilianische. Freue ich mich schon sehr darauf. Maduro Edition. Machen wir mal den kalten Geruchtest. So ein bisschen Erde. Ein bisschen Toast. Ein bisschen Heu. Ein bisschen Holz. Und ja, so ganz dezent Pfeffer im Nachhinein. Bin sehr gespannt. Dann machen wir auch gleich den Kaltzugtest und dann machen wir sie auch schön an. Bis gleich. So, machen wir geschwind den Kaltzugtest. Ja, da kommt dann gleich so ein bisschen Gewürz. Aber dann sonst eigentlich nur recht holzig. Genau. So. Dann machen wir sie doch einfach mal an. Heute wieder recht windig. Deswegen muss ich mich da ganz stark konzentrieren, dass es was wird hier. Ja, man riecht schon. Bisschen Pfeffer, bisschen Creme auf den Lippen, sehr holzig, rauchig, kommt direkt, ist auch das größte Aroma, aber Creme ist wirklich ganz dezent, es herrscht eher so dieses ledrige, würzige und die Röstaromen. So, das brasilianische Gewürz kommt auch ein bisschen stärker jetzt hervor. Und immer wieder auch so was Süßes, fast schon Richtung Vanille. Sehr interessant. Aber eine gute Kombination aus so ganz bisschen Pfeffer auf der Zunge, auf den Lippen. Ganz wenig Creme, aber schon, ja, es wird auf jeden Fall Richtung trockene Zigarre gehen. Es ist schon eine sehr würzige Angelegenheit. Schon starke Röstaromen am Start. Auf alle Fälle. Pfeffer hat sich jetzt einigermaßen neutralisiert. Immer wieder hat er so durchgebrezelt. Ansonsten recht trocken. Holzig. Ja, das Vanille. Ja, ich weiß nicht, ob sich das irgendwie irgendwo hin entwickelt. Schauen wir mal. So, sie ist mir jetzt ein paar Mal ausgegangen und das ist ja meistens so ein Indiz dafür, dass so die Erde kommt. Bei mir ist es meistens so, ja, die erdigen Töne, die herrschen jetzt vor und sie ist auch fast schon ein bisschen scharf geworden. Also sie wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen rauer. Davor war immer auch so ein bisschen diese vanillige Süße da, also hat sich ein bisschen was getan. Ansonsten ist sie aromatisch, würzig nach wie vor
Und jetzt wird es halt, wie gesagt, ein bisschen stärker. Ja, also da kommt auf jeden Fall ein bisschen was noch hinzu. Jetzt schauen wir mal, ob zum Ende hin noch ein bisschen das Filetstück, ob sie da halt im Filetstück zu den letzten Zentimeter, ob sie da ein bisschen noch was zu bieten hat. Ja, jetzt zum Ende hin hat sie ein bisschen Aufmerksamkeit gefordert und ging ein paar Mal aus. Und dann wurde sie schon noch ein bisschen ruppig, also recht scharf. Und die erdigen, floralen Kräuteraromen, leicht säuerlich, fast bitter. Also man muss sie wirklich sehr, sehr langsam dann zum Schluss hin rauchen. Aber zumindest bei so einem Tag, wenn es schön windig ist, dann ist es halt schwierig, geht es halt relativ oft aus. Ja, was mir gefällt, ist, dass immer wieder so ein bisschen Süße hindurchsticht, aber nur ganz kurz. Also, dass es nicht nur erdig ist, ist okay, finde ich gut. Und jetzt zum Schluss, ja, kommen schöne Kaffeeröstaromen noch ein bisschen hervor. Also wir sind jetzt bei 70 Minuten angekommen. Ja. Puh. Startet ein Tick cremig. Das ist aber relativ schnell weg. Jetzt also am Schluss musste ich ein paar Mal auch ausspeicheln, weil sie schon sehr, sehr trocken war. Dann kommt auch der Pfeffer so nach und nach hinzu. Das fand ich gut. Und dann aber auch sofort eigentlich auch das schöne brasilianische Gewürz. Und zwischendurch immer so die süße Geschichte fand ich gut. Also aromatisch jetzt kein komplexes Röllchen hier, aber schmeckt auf jeden Fall. Jetzt am Schluss wurde es hier ein bisschen robusto, ein bisschen robuster einfach, ein bisschen rauer. Man merkt auch jetzt schon den Tabak im Schädel. Ja. Schöner Stick, gute Verarbeitung. Abbrand war okay, musste ich jetzt nicht groß nachkorrigieren. Ging halt jetzt 5-6 Mal aus. Ja, gut, ich meine, das ist ja schnell gemacht. Format finde ich gut. Preis ist okay. Ja, dass jetzt am Schluss dann noch die Kaffeeröster rumkommen und diese Süße immer wieder so zwischendurch, das hat so ein bisschen rausgerissen. Sonst hätte sie vielleicht eine 3 gekriegt oder so. Aber jetzt, ja, schon eine ordentliche Zigarre. Ich gebe ihr eine 4 von 5. Bis zum nächsten Mal.